Terry, ihr habt Augenbomb besiegt. Augenbomb soll jemanden verfluchen können. Mögt ihr nicht den König von Malta verfluchen? Das ist übertrieben. Ach ja? Ihr wart ihr schon im Schrein der Sterne? Beherrsche die Paarung. Ja, okay. Da sagt es wieder dasselbe. Ich bin beschäftigt. Ich muss jetzt gehen. Tap, 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 tap. So. Es wird geheilt. Und wir bekommen ein Kraut. Ja, ich glaube, es geht jetzt weiter, wenn wir den nächsten Rang bekommen. Aber das, glaube ich, das packen wir mit diesem Level nicht. Wir müssen anfangen zu paaren, aber wir haben nicht wirklich viele Monster. Das ist es ja. Aber was ist hier eigentlich drin? Ach, da steht eine Wache. Raus! Niemand nimmt mir Beth weg. Oh, meine Beth. Okay. Ich wollte eben kurz mit denen hier mal reden. Puh, endlich bin ich unten. Und dieser Treppe ist der Schrein der Sterne. Und die, was ist die Treppe hier? Habe gehört, dass du stärker geworden bist. Auch wenn du nicht siegst. Viel Glück. Oh, nett von dir. Was haben wir denn hier drin? Ein Portal? Hey du, kennst du meine Tochter? Nein. Du kennst das schönste, freundliche Mädchen nicht? Sie spielt draußen. Du musst sie doch gesehen haben. Ach so, doch. Mal gucken, was er sagt. Ja. Ist sie nicht hübsch? Sie ist hier die allerschönste. Okay. Dieses Tor benutzt niemand. Verstanden? Ich werde nicht aufgeben. Schade. Er lässt mich nicht durch das Portal. Was? Ein Junge blickt zurück? Aber das war ein Spiegelbild von Terry auf dem Wasser. Okay. Ich dachte, da wäre jetzt ein Junge dran. Öffnet den Schrank. Er hält eine Medaille. Tagebuch 1. Unser Kind ist geboren. Ein Mädchen. Ist sie nicht hübsch? Ähnelt wirklich den Eltern. Was macht unser Nachbar eigentlich? Ist der Nachbar ein Mann oder eine Frau oder etwa ein Monster? Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Was ist denn hier hinten? Bist du der Nachbar? Ach, was für ein süßes Kind. Wie heißt du denn? Terry? Terryline? Ich bin die Gutachterin. Ich kann deine Eier untersuchen. Das kann man jetzt ein bisschen falsch verstehen. Und die sagen, was für ein Kind daraus geboren wird. Außerdem kann ich doch ein Ei segnen. Dann wird das Geschlecht des Kindes umgewandelt. Verstanden? So, was willst du machen? Analyse. Oh, du hast kein Ei. Okay. Was haben wir denn hier? Das Geschlecht der Monster. Es gibt Monster, die nur Männchen bzw. Weibchen zeugen. Daher ist Segnen ganz nützlich. Wachstumsgrenze. Jedes Monster hat einen anderen Höchstlevel. Der Höchstlevel kann aber erhöht werden. Je öfter man sie paaren lässt, desto höher der Höchstlevel. Ah, okay. Techniken der Monster. Das Kind kann die Techniken der Eltern erlernen.
Daher sollte man überlegen, welchem man paaren will. Dabei sollte das stärkere Monster als Stamm ausgewählt werden. Das ist das Geheimnis der Paarung. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Heal. Das heißt, wir müssen Heum mit jemand anders paaren. Ich probiere es jetzt. Ich probiere jetzt immer die erste Paarung mal aus. Heum nicht als Stamm, sondern gucken wir mal, was haben wir denn so? Stammmonster. Wir haben Hom Dori. Gold. Augi. Wir nutzen Augi als Stamm. Okay. Und Heum. Ah, nee. Okay. Heum ist... Okay, ich brauche was Weibliches. So, wir brauchen... Ich will Gold... Soll ich Gold nehmen? Gold hat ja unheimlich viel Power. Deswegen, komm, wir nehmen die beiden jetzt einfach mal. Gucken, was daraus passiert. So, Dori als Stamm. Ich weiß gar nicht mehr, was Dori war. Das ist es ja. Und der Papa ist Hoem. Ich tippe das Picker. Ein Picker will ich eigentlich gar nicht haben. Das Monster hattest du schon mal. Amy Dori Heum. Was? Kann ich das Ergebnis speichern? Achso, da oben steht die. Ach, man speichert dann, ne? Oh mein Gott. Wir müssen erstmal ein paar Monster trainieren. Heum, mit was will ich das? Ich muss eigentlich damit alles kombinieren. Okay, das ist doch sehr aufwendig in diesem Spiel. Die Erfahrungen gehen, glaube ich, nicht an den Hof weiter, habe ich das Gefühl. Das Problem ist, ich muss jetzt irgendwie trainieren. So, wir legen das. Wir holen mal. Den Schleim will ich nicht als Stamm. Amy. Mimi. Sehe ich jetzt gerade. Mimi. Oder Baum. Leo. Ich will Baumgeist mit Holm jetzt verschmissen, egal was da rauskommt. Abholen. Normalerweise hatte er grüne Daumen, aber das müssen wir erstmal leveln. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier jetzt in den neuen Toren gut klarkommen. Ich bin gespannt. Weil wir müssen ja jetzt auch mal was machen, ne?
Machen wir mal ein Speed-Training hier. So. Heum erreicht. Oh, 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 Drachenkid ist auferstanden. Will mitkommen. Ja, will. Ja, ja, ja. Ich nenne dich jetzt Bobo. Okay. Ja. Nein. Okay, weiter geht's. Zu viele Items. Okay, wir greifen an. Wir erhalten nur 10 Erfahrungspunkte. Und das mache ich quasi auch die ganze Zeit so weiter. Mach mal ein Speed-Leveling hier jetzt. Ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus, aber wir müssen das jetzt machen. So, Baum Level 8. Warum kommen wir nicht? Technik. Heil. Medaille werden jetzt nicht gestickt. Auch schön. Na egal. Mutant. Okay. Ah. Kennen wir auch schon. Oh, da war Geld. So, hier können wir ein bisschen trainieren jetzt. Drake erreicht Level 10. So, Picker. Jetzt muss ich aber auch gucken, dass ich hier das Heum nicht drauf geht. Baum Level 9, okay. Kraut. Zack, zack, zack. Einfach angreifen. Das hört sich ein bisschen kritzig an, aber das ist halt wegen der Bitmusik und ich speede. Ich will ja Heum, also hier unser Baumi, jetzt hier noch ein Level abgeben. Deswegen wundert euch nicht. Ach, schön. Okay. Das war's. Okay, wir greifen trotzdem jetzt. Okay. Ja. Das war's wohl. Egal. Wir haben jetzt soweit gemacht. Ich speed jetzt mal nach unten. Kann ich jetzt eigentlich so jetzt paaren oder müssen die im Hof sein? Paaren. Und zwar soll der Baum und der Partner soll Heum sein. Ich tippe, dass Saftkraut dadurch geboren wird. Das Monster hattest du schon mal. Nein, eigentlich nicht. So, wir speichern. Einfach schauen. Warte bitte bis morgen. Baum und Heum sind leise fortgegangen. Ein Ei von Saftkraut wurde geboren. Das Brüten kostet 20 G. Einfach schatten. Warte bis morgen. Und ein Saftkraut ist entstanden. Plus 1.
Wie soll es benannt werden? Nach seinem Vater. Nee, nach seiner Mutter. Nee, doch seiner Vater. Holm war der. War der, ne, der Vater. Holm. Holm, ne? Ja. Ja. So, willst du Holm gleich mitnehmen? Ja. Pass gut drauf auf. Und noch was. Okay. Es ist Level 1. So, Softkraut. Intelligenz. 0 Erfahrung. Es hat noch nichts erlernt. So, hier sehen wir das mal. Familie Schleim und Familie Baum. Okay. Oh mein Gott. Slim. Dori. Mimi. Oh mein Gott, ich muss hier noch so viel. Okay, okay, okay. Was nehmen wir als nächstes? Gold und Amy? Ich würde sagen, wir nehmen Fee und Amy. Und ja, das gleiche machen wir jetzt nochmal. Jetzt müssen wir nach oben. Das ist so mühsam, ne? Wie Leute das auf den Gameboy die ganze Zeit hoch und runter gelaufen sind. So, Drake geht weg. Wir holen uns jetzt Amy ab. Und nicht Auge, sondern Fee. Und dann gehen wir jetzt natürlich nicht in den neuesten